Ich muss euch von den Herdmann-Kindern erzählen. Sie logen, klauten und rauchten Zigaretten, auch die Mädchen. Und bei ihren Witzen fielen uns die Ohren ab. Die 6 mageren, dünnhaarigen Kinder hießen Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig. Sie unterschieden sich nur dadurch voneinander, dass sie verschieden groß waren und an verschiedenen Stellen blaue Flecken hatten, die sie sich gegenseitig zufügten. Als wir Anfang Dezember das Krippenspiel einübten, waren die Herdmanns zum ersten Mal dabei, weil der kleine Charlie ihnen erzählt hatte, es gäbe Süßigkeiten umsonst. Zuerst wurden wie immer die Rollen verteilt. Zum Entsetzen aller meldete sich Eugenia Herdmann für die Rolle der Maria. »Ich will die Maria sein!« Sie schaute wild und schrecklich umher, dann über ihre Schulter nach hinten. »Und Ralf möchte Josef sein!« Mutter starrte sie nur an. Das fing ja gut an. Sie konnte das Ganze noch gar nicht fassen. Auch für die Weisen aus dem Morgenland meldete sich niemand außer Leopold, Klaus und Olli Herdmann. Da hatte meine Mutter nun ein Krippenspiel am Hals mit lauter Herdmanns in den Hauptrollen. Eine Hauptrolle war noch übrig. Na klar, Hedwig spielte den Verkündigungsengel. Die Proben verliefen ganz anders als in den Vorjahren. Wir waren sofort ruhig und setzten uns gleich hin, um nichts von dem zu verpassen, was die Herdmanns wieder Schreckliches anstellen würden. Sie kamen 10 Minuten zu spät und schlenderten dann in den Raum wie eine Bande Geächteter, die vorhat, einen Saloon leer zu schießen. Aber Mutter hatte gesagt, sie werde alles durchgehen lassen, solange kein Blut fließt. Mutter sagte freundlich: »Oh, hier kommt Familie Herdmann. Wir freuen uns, euch alle hier zu sehen.« Das war sicher eine der dicksten Lügen, die je in einer Kirche laut ausgesprochen wurden. Eugenia zeigte ihr Herdmann-Lächeln, wie wir es nannten. Es war dreckig und gemein. Dann saßen sie da, in unseren Augen fast Kriminelle. Und die sollten jetzt das Edelste und Schönste darstellen, das es gab. Mutter fing an, die Kinder in Hirten und Engel einzuteilen. Leopold rief dazwischen: »Wer waren denn die Hirten? Wo kamen die denn her?« Die Herdmanns wussten also nicht einmal, was Hirten sind. »Was ist eigentlich eine Herberge?« »So etwas Ähnliches wie ein Hotel«, erklärte jemand, »wo Leute übernachten können.« Die Herdmanns wussten nicht das Geringste von der Weihnachtsgeschichte. Darum meinte meine Mutter, es sei wohl das Beste, sie zuerst einmal vorzulesen. Oh, wie langweilig. Wir kannten die ganze Geschichte vorwärts und rückwärts. Als Mutter vorlas, dass kein Platz in der Herberge frei war, fiel Eugenia die Kinnlade herunter. Sie sprang auf und rief: »Verdammt, nicht mal für Jesus?« »Sie haben gesagt, Maria wusste, dass es Jesus sei. Warum haben Sie es denn nicht gesagt?« »Ich hätt's Ihnen gesagt. Mann, hätte ich's Ihnen vielleicht gesagt. Was war denn mit dem Josef los? Warum hat's der denn nicht gesagt, dass ich schwanger war und das alles?« »Wie hieß es noch, wo Sie das Baby reingelegt haben? Diese Krippe, ist das so eine Art Bett? Warum hatten die denn ein Bett im Stall?« »Das ist es ja gerade. Sie hatten eben kein Bett im Stall. Also mussten Maria und Josef das nehmen, was sie dort vorfanden. Was würdest du denn tun, wenn du ein kleines Baby hättest und kein Bett, um es hinzulegen?« »Wir haben Hedwig in eine Schreibtischschublade gelegt.« Mutter zuckte ein bisschen zusammen. »Siehst du? Ihr habt kein Bett für Hedwig gehabt und habt deshalb auch etwas anderes nehmen müssen.« »Och, wir hatten schon eins, aber Olli war noch drin und wollte nicht raus. Er mochte Hedwig nicht.« »Wie dem auch sei, Maria und Josef nahmen also die Krippe. Das ist ein hölzerner Futtertrog für Tiere.« Ebenso wenig wussten die Herdmanns, wer die Weisen aus dem Morgenland waren oder warum sie dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten. Eugenia, die keine Ahnung hatte, dass sie die Maria still und fromm darstellen musste, spielte sie laut und herrisch. Sie schrie Ralf, der den Josef spielte, an und wollte die Königin nicht zu nah an das Kind herankommen lassen, obwohl Mutter ihr 10-mal erklärte, dass die Könige nur dem Baby huldigen wollten. Schließlich kam der heilige Abend mit dem Krippenspiel in der vollbesetzten Kirche. Maria und Josef traten durch die Seitentür auf. Sie sahen aus, ungepflegt und nicht sauber, wie Flüchtlinge in der Tagesschau. Plötzlich wurde mir klar, dass es der echten heiligen Familie genauso ergangen sein musste, einquartiert in einem Stall. Eugenias Schleier hing schief und Ralfs Haare standen nach allen Seiten ab, während die Hirten mit ihren Hirtenstäben herumfuhrwerkten, wie mit Hockeyschlägern, kam Hedwig hinter dem Engelchor hervor. Sie schubste die anderen aus dem Weg oder trat ihnen auf die Füße. Sie schrie: »Hey!
Hey, euch ist ein Kind geboren. Es klang wirklich wie die beste Botschaft der Welt. Alle Hirten zitterten und fürchteten sich, vor Hedwig natürlich, aber jedenfalls wirkte es gut. Als sie schließlich alle umdrehten, um den Auftritt der heiligen drei Könige durch den Mittelgang nicht zu verpassen, stockte allen der Atem. Leopold schleppte etwas Schweres heran. Von Gold, Weihrauch und Myrrhe war nichts zu sehen. Dann erkannten wir es. Es war ein Schinken. Ich wusste sofort, wo er herkam, denn mein Vater war im Wohltätigkeitsverein und der verschenkte zu Weihnachten Essenskörbe. Zuerst dachten wir, die Herdmanns würden das Krippenspiel verderben. Aber nach und nach verstanden wir, dass sie es um vieles besser machten, indem sie einfach das taten, was ihnen logisch erschien. Zum Beispiel, dass sie das Baby auf den Rücken klopften und einen Schinken für ein besseres Geschenk hielten als eine ganze Menge parfümierter Öle. Als wir schließlich Stille Nacht, Heilige Nacht sangen, schaute ich zufällig zu Eugenia hin. Fast hätte ich mein Gesangsbuch auf den kleinen Engel fallen lassen. Jeder hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Herdmanns etwas absolut Unerwartetes tun würden. Und nun war es geschehen. Eugenia Herdmann weinte. Im Kerzenlicht glänzte ihr ganzes Gesicht vor Tränen. Und sie machte nicht einmal den Versuch, sie wegzuwischen. Sie saß nur da, die schlimme, schreckliche Eugenia, und weinte und weinte und weinte. Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals bei uns aufgeführt wurde. Das sagten hinterher alle. Aber niemand schien zu wissen, warum es so war. Was mich betrifft, Maria wird in Zukunft immer etwas von Eugenia Herdmann haben. Ein bisschen unruhig und verwirrt, aber immer bereit, jeden zu verprügeln, der ihrem Baby zu nahe treten will. Die heiligen drei Könige werden für mich Leopold und seine Brüder sein, mit einem Schinken in der Hand. Und beim Verkündigungsengel werde ich immer an Hedwig mit ihren dünnen Beinen und ihren schmutzigen Stiefeln denken müssen, die unter ihrem Kostüm hervorschauten. An Hedwig, die uns allen zurief: Hey, euch ist ein Kind geboren!